dazu in der Lage bist, könntest du mir einen Gefallen tun. Hast du Level voll, voll, voll. So ein bisschen das Haus durchsuchen. Ich schick mal den CPU raus, ey. Geh mal hier vor die Tür. Hättest du einen starken Rücken und kräftige Beine. In Position. Der stört im Haus extrem. Okay, sonst ist ja nichts. Wenn du dazu in der Lage bist, könntest du mir einen Gefallen tun. Ich heiße Wendell. Ach, das Wendell Rattler. Aber die meisten nennen mich Red. Ich würde normalerweise keinen Fremden so anquatschen, aber Dutch hält viel von dir. Ein paar von uns haben gemeinsam in Vietnam gedient. Du kannst dir nicht vorstellen, was wir in diesem Dschungel gesehen haben. Also haben wir uns geschworen, dass wir bereit sein werden, wenn so etwas jemals in unserem Land passiert. Wir haben eine ordentliche Sammlung zusammengestellt. Waffen, Munition, Ausrüstung. Wir haben sie unseren Freiheitsfonds genannt, weil uns das unsere Freiheit bis zum Tod garantieren sollte. Aber das ist lange her. Und der Einzige, der jetzt noch lebt, bin ich. Die Ausrüstung ist sicher verwahrt. Aber wir haben die Kombination unter uns aufgeteilt. Wir haben jede Zahl in unsere Sturmfeuerzeuge eingeritzt. Wäre ich 10 Jahre jünger, würde ich mich selbst auf die Suche machen. Aber jetzt würde ich einfach sinnlos dabei draufgehen. Ich brauche deine Hilfe, die Feuerzeuge zu finden. Bring sie zu mir und du darfst dir was aus dem Vorrat mitnehmen. Verdammt soll ich sein, wenn ich zulasse, dass diese Sekte mein Land niederbrennt. Okay, wollen wir das gleich machen, aber oder? Die Mission würde ich aber erst viel später machen, denn weil du da theoretisch in alle drei Gebiete alles durchkämmen musst. Das ist überall in allen drei großen Gebieten verteilt. Ach so. Ja, das ist absoluter Abfuck. Aber wir können hier drüben das noch machen. Hier ist noch eine harte Kupka. Naja, hab ich auch gerade markiert gehabt. Naja, tun wir unten von Millers Haus anlaufen. Ja. Reisen. Unterwegs. Lade nach, gib mir Deckung. Was ich auch dabei an diesen komischen Waffending ist irgendwie nicht so richtig kapiert. Da hast du theoretisch noch da, aber dieses, aber hier bei den LMG zum Beispiel, das Ding tut nicht da sein, wo dieser komische Trend, welcher dieser runde Punkt mit dem Strich ist. Ja. Keine Ahnung. Der hat auch Spaß mit seinem Flammenwerfer, oder? Ach so, ja, der. Ach, das ist der. Nix spoilern hier. Ja. Na, endlich jemand, der an der Wahrheit interessiert ist. An der Wahrheit? Noch jemand, der nach Gerechtigkeit sucht. Ja, ich weiß, wer du bist. Du bist dieser Deputy, der diesen Globalisten Peggys kräftig in der Scheiße rührt. Alles an dieser Sekte stinkt. Du weißt, dass ich recht habe. Sprich es aus. Sag es zusammen mit mir. Wir sind alle Sklaven der Regierung. So ist es. Gedankenkontrolle. Ganz genau, Partner. Das planen die schon die ganze Zeit. Du weißt es, ich weiß es. Und du willst wissen, wie sie das machen? Es ist im Essen. Tja, jetzt nicht mehr. Du und ich, wir beide ficken die Regierung. So richtig. Mein Name ist Sip Kapka. Ich erklär's dir auf dem Weg. Komm mit.
Sehr geil, ich fahre. Wenn du sagst, was? Komm schon, bist du dabei oder nicht? Oder doch? Ja? Nein? Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Oder was? Was ist denn jetzt? Das können wir. Hatte ich nicht vor. Die Welt geht nicht unter. Wir wollen draufsteigen. Ich kann nicht bremsen. Nimm das andere Auto. Ja, das geht nicht. Dann nimm das Quad, was hier steht. Ich komm noch ein Quad. Babyfarm, Chemtrails, Wettermanipulation, Pestizide, genetisch verändertes Zeugs und sowas alles. Ich hab mich mal ein bisschen an dem Viehhof da oben umgesehen und die lagern da fässerweise dieses gehirnzersetzende Zeug. Du weißt, wovon ich rede. Das Bliss. Sie verfüttern es an die Tiere und wir essen es dann. Die wollen uns chemisch gefügig machen. Und deshalb müssen wir diese Werkzeuge der Indoktrinierung zerstören. Ich könnte mir keinen schönen... Halt die an! Und mit wir meine ich du. Ich habe eine Verbindung. Wie viele schlechte Volkschancen haben ich die Pengsin geschrieben? Ganz recht, Deputy. Ich spreche von Euthanasie. Anders geht es nicht. Pass auf, dass du alle erwischt. Was macht denn der Typ? Hä? Schnell, spring rein, spring rein, spring rein. Wieso ist der ausgestiegen und da jetzt das andere Ding genommen? Verstehe ich nicht. Soll ich das wissen? What the fuck? Ich suche eine bessere Position. Da sind sie, Deputy. Oh, süße kleine Engel. Es ist besser so. Feindkontakt! Augen auf! Okay. So, ich bin mit dem Labern oder was? Genau. Nee. Nein! Dreht um, Kühe! Kommt nicht hier rein!
abgezählt. Der ist safe. Wird in die Luft gejagt. Die Hütte brennt. Ist es schon. Muss man den. Das heißt, es kommen irgendwo Gegner. Du mal mit diesem komischen Kit reden. Wahrscheinlich muss ich den erst ansprechen, damit das Ding losgeht. Nö. Er läuft hier noch rum. Reden mal an, was er meint. Ich kann den nicht anquatschen. Macht nichts, da läuft er nur rum. Irgendwas, haben wir irgendwas übersehen? Da läuft wieder rum. Schon voll. Die Leute kommen hierher, weil es ein guter Platz zum Schießen, Graben und Körperhalten ist. Vernichtung der Steaks. Sichere den Viehhof. Welche Steaks? Jetzt geht er aufs Dach, der Typ. Ich denke mal, irgendwo wird noch ein Gegner rumrennen. Sichere den Viehhof. Tja, die Fässer und so haben alles kaputt gemacht. Tiere sehe ich auch keine.
Ich hab mal angeschossen. Ja, irgendwo wär's gespottet. Ja, irgendwo. Oh, wisst ihr von wo? Kann nicht sagen, dass mir das gefällt. Nun bräuchte man so eine Drohne wie aus Ghost Recon Wildlands. Hast du schon wieder kaputt gemacht? Ja, der kann aber nicht sterben. Ich wollte vom Checkpoint laden. Aber das Lustige ist, ich kann den aber auch nicht wiederbeleben. Du müsstest dann höchstens nicht vom Checkpoint, sondern die Mission verlassen. Was liegt da rum dann? Ah, das ist doch scheiße. Aber wo wir sie gemacht haben, war sie nicht verpackt. Na, wer weiß. Also Mission abbrechen. Wo war denn der Typ? Na ja. Ja, wo ist denn der Typ? Ja. Ja, war. Ich glaube, da war hier irgendwo. Nee, hier. Da war der. Da unten. Wir sind über den Fluss gesprungen. Machen wir es halt nochmal. Steig ein, ich fahre. Komm schon, bist du dabei oder nicht? Oder doch? Ja? Nein? Jetzt müssen wir nochmal Typen auswählen. Na, ja, okay. Das ist doch nur so eine teuflische Einschüchterungstaktik der Regierung, um uns von dem abzulenken, was hier passiert. Alle Regierungs-Tauschstickversuche, Babyfarm, Chemtrails, Wettermanipulation, Pestizide, genetisch verändertes Zeugs und sowas alles. Ich habe mich mal ein bisschen an dem Viehhof da oben umgesehen. Und die lagern da fässerweise dieses gehirnzersetzende Zeug. Und mit wir meine ich du. Ihr bleibt lieber drinnen, nicht, dass er da wobei, die da hinten vorbei. Ganz recht, Deputy. Ich spreche von Euthanasie. Anders geht es nicht. Pass auf, dass du alle Flashbacks kriegen. Komm, zipp den Finger aus dem Arsch. Kann nicht so schnell mit seinem Monster-Rucksack. Da sind sie, Deputy. Oh. Das sind bestimmt 30 Kilo, die er im Rücken hat. Es ist besser so. Du wirst mir fehlen. Wildschweinhaut. Meine Sicht ist eine Sünde. Hast du alle erwischt? Nö. Ich sehe noch welche. Ich trage das Feuer Gottes in mir.
Gute Nacht, Süße! Du musst die anderen auch erledigen! Militäres Kosten endet hier! Ihr seid erledigt! Okay. Brock! Ich werde vermissen, dir den Bauch zu kauen, Kumpel! Man muss tun, was man tun muss, um zu überleben. Ich werde hier alles vermieden. Ihre Verstärkung wird in das Feuer Gottes laufen. Jeder Dämon, der sich hierher wagt, wird in die Luft gejagt. Das... Wehrlose, unschuldige Tiere verletzt. Das können Sie vergessen. Nie wieder! Da kommt! Moment. Was? Oh nein! Nein! Sie haben Kühe dabei! Christ! David! Tina! Deck mich! Nicht auf die Kühe! So! Es waren die Kühe, weil die waren nämlich weiß, die waren nicht rot. Region befreit. Was zum Henker? Hoffentlich hast du was Gutes gefunden. Unten hätten wir noch einen Prepper, hier hinten hätten wir noch einen Prepper-Versteck. Armen Tiere hier haben den höchsten Preis für uns. Wobei der Zepter hat ja sowieso eine. Wenn jetzt nochmal, dann geht nochmal für die Mission. Patrioten, wir werden ihre Opfer ehren. Denn die Geschichte lehrt uns, dass jeder große Triumph mit einer Tragödie beginnt. Das stimmt. Es wird Zeit, mal etwas tiefer zu graben. Du fragst dich sicher wo. In der alten Goldmine. Daher kriegt die Regierung das Geld für diese ganze Operation. Ja, du hast gedacht, sie wäre geschlossen. Weil die Regierung das gesagt hat. Wer zum Teufel traut denn der Regierung? Ich sag's dir, das ist alles verbunden. Die sitzen da auf dem Zehnfachen von Fort Knox. Wir werden dieses ganze globalisierte Reich ins Wanken bringen und Amerika dem Volk zurückgeben. Diese Dämonen sprechen doch immer von einem Kollaps. Geben wir ihnen einen. Nimm diese Thermitladungen. Das ist dasselbe Zeug, das Tower 7 zum Einsturz gebracht hat. Kleb sie an alles Gold, das du findest. Die Lügner müssen weg. Ab in den Dreck, Baby. Wuhu! Was denn? Wartest du auf mich? Teufel, ich gehe in Ruhestand. Du hast doch alles gesehen. Die Scheiße wird mir zu viel. Was ist die Mission jetzt? Ich bin beflügelt vom Geist der Freiheit der Menschheit. Also weiß ich nicht, wo sie die markiert ist. Ja. Da hinten. Yes. Guck mal, da war es noch nie. Das ist da, Millers Haus wieder. Ja, wir können auch fahren. Ja, was, da haben wir aber nichts in der Nähe. Doch, Millers Haus. Das sag ich ja, wir können da wieder fahren, dann kann ich da ein bisschen erkunden, ne? Meine Mutter hat mir das Schießen.
Duck dich. Ach, das Ding, da wurde das Ding hier verteidigen muss. Oh, nee. Ekels, nee, das ist so eine richtig ekelhafte Mission. Eine Missgeburt weniger! Arschloch-Alarm! Ist platziert? Ich suche eine bessere Position. Komm mal ein! Passiert. Doch gerade, ich hab doch gerade platziert. Mann. Jetzt im Haus. Irgendwo wird entschärft. So macht man das. Oben. Wo denn? Ich seh's halt nicht, wo die sind. Ich hab schon entschärft. Einsatzbereit. Unterwegs. Deck mich.
scharf. Jetzt kneift die Arschbacken zusammen und rein. Hier schneit es gleich Goldflocken. Verdammt, das ist amerikanisches Heldentum. Die globale Strategie der Eliten ist am Ende. Der Krieg um unseren Verstand ist gewonnen. Die Dämonen haben von echten amerikanischen Kriegern aufs Maul gekriegt. So sehen wir aus. So verhalten wir uns. Wir sind Pioniere und wir sind für die Ewigkeit. Dynamit verbessert weniger Komponenten. Letzten Dorf von hier. Ein Trapperversteck. Das ist außerhalb. Der Gründer dieser Mine. Müssen wir aber hinlaufen, wahrscheinlich, glaube ich, ne? Ach, laufen hier und Berg. Oder gibt's hier weniger, oder gibt's hier wenigstens nichts? Ach, hier gibt's Munition wenigstens. Ich hab noch erstmal Munition erfüllen. Bist du nicht wo? Oh, hier gibt's Wölfe. Erstmal Munition auffüllen. Hier zu jagen wird ganz schön teuer. Aber wo soll denn da kritisch sein? Früher haben die Bowshaws immer total abgedrehte Grillfeste im Moonflower Trailer Park veranstaltet. Jetzt ist da nur noch Sharky mit seinem irren Apparat, der gegen die Sekte kämpfen will. Keine Ahnung, komm einfach her. Wenn man nicht auf sich selbst. Danke, dass wir wieder leben können. Teddy rum. Hier ist nochmal so ein Typ. Stimmt es, dass du John... Ich habe gesehen, wie sich dieser Typ nur mit einem Jagdmesser gegen diese Judge-Wölfe verteidigt hat. Und jetzt geht's noch mit dem Zügelschiff voran. Und versteckt sich in den Bergen. Du solltest mal mit ihm reden. Bo Adams. Okay. Siehst du überhaupt bei mir den Effekt, dass Strom genau? Ich sehe nur, dass du rennst mit mir. Ach, wir müssen da drüben. Du musst uns vor dann schimmern. Große Klapperschlange irgendwo. Okay, ich nehme den nächsten.
davon werde ich Flashbacks kriegen. Das soll ja mal helfen, sie haben mit all dem Minimum ein Haus gefunden. Ja, wenn du das liest, okay. Haus. Ja. Haus, da ist doch kein Licht nach unten. Ach du, da. Gesundhustheit. Oh, hier drin ist übel, ey. Es ist einen anderen Weg geben. Ach stimmt, ja, das war ja das Ding, wo wir ja. Ja. Shit. Wo ist denn hier lang? Du musst euch diese Mal voll sein. Okay. $15,000. Ich hab schon wieder 19.000. Ich glaube, wenn ich die ganze Felle verkaufe, ey, dann hab ich schon wieder keine Ahnung. Okay. Okay, hier kommen wir ja bloß so wieder raus, wie wir reingekommen sind, oder? Kann sein. Deck mich, wechsel schnell. Wobei, wir können doch. Wobei, lass uns mal dann irgendwann, keine Ahnung. Hier diesen komischen Elch machen. Den Elch hier. Lass uns aber von hier aus starten. Ach nee. Ach nee, von hier aus, damit wir besser mit dem Hubschrauber hinkommen. Ach, du uns dahin teleportieren. Ach so, da, ja. So eine bessere Position.
Jetzt kriege ich gleich so einen Hubschrauber-Spawnplatz. Hol ich gleich mal, da hol ich gleich mal Hubschrauber. Gleich dampft dir die Kacke! Das hat mir kein Stück gefallen.